Der Nordsee-Zeitung. Das bedeutet, dass ich da bereits gerade dabei bin, ein Projekt anzuschieben. Und das, worum es heute geht, hat mit dem anderen noch nicht mal was zu tun, sondern es ist nochmal wieder ein neues Projekt für euch. Und Sören, gibt es irgendwas, was wir schon dazu verraten können? Es wird fett. Es wird was sein, was es so noch nie gegeben hat. Im deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar im internationalen Raum. Glaube ich auch, dass es das nicht gegeben hat. Also international auch nicht. Ich bin da nirgendwo mal drüber gestolpert. Ja, genau. Vielleicht kann man schon sagen, es hat was mit YouTube zu tun. Ja. Es hat aber auch in gewisser Weise was mit euch zu tun. Und es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, würde ich behaupten. Ja, dem, was wir jetzt gesehen haben. Also ihr werdet Teil von dem Ganzen. Genau. Und um überhaupt anfangen zu können, ist es so, wir waren jetzt gerade im Baumarkt und wir bauen ein Filmstudio. So viel können wir auch schon mal verraten, oder? Ja. Wir werden richtige, vernünftige Studiobeleuchtung haben. Wir werden geile Kameras haben. Und ja, wie können wir schon verraten, wie oft wir das ausstrahlen werden, was wir da machen werden? Also bisher ist der Plan einmal monatlich. Genau. Einmal monatlich das Ganze zu machen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich verläuft. Ich bin ja irgendwann dafür, das Ganze zweiwöchentlich zu machen. Ja. Aber da schauen wir mal, wie das Ganze ankommt und wie das Ganze auch in Arbeit enden wird. Aber es wird geil werden. Das versprechen wir euch jetzt schon mal. Und inhaltlich und auch von den ganzen Aufnahmen, die ihr finden werdet, wird das nicht so sein, dass wir nur aus dem Filmstudio filmen, sondern es wird auch sehr, sehr viele Aufnahmen geben von draußen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Das können wir auch schon sagen. Ja, Plan. Ja, man kann es vielleicht schon so weit treiben. Es wird ein Zusammenschluss aus mehreren Formaten, die es vereinzelt schon mal irgendwo gegeben hat. Ja. Aber das Ganze halt quasi neu aufgezogen in einem komplett neuen Gewand und für 2017 fertig gemacht. Ja. Und einmal im Monat, jetzt am Anfang, die ersten vier Folgen werden einmal im Monat sein. Und das hängt halt damit zusammen, dass der komplette Aufwand um dieses Projekt drumherum so enorm ist, dass es nicht möglich ist, das Ganze innerhalb von wenigen Stunden abzufilmen oder zu bearbeiten oder sowas. Also da werden wir jetzt echt pro Folge mehrere Tage an Arbeit reinstecken. Und damit sind wir auch der Meinung, was absolut einzigartiges mit einem sehr, sehr hohen Mehrwert für jeden, der sich das anschaut, der sich fürs Thema Kitesurf interessiert, zu erzeugen, zu generieren. Ja, genau. Und was man vielleicht noch sagen könnte, um vielleicht schon mal einen Anstoß zu geben, wir haben ja gesagt, wir wollen euch mit integrieren und wir haben vor, eine Art, ich will noch nicht zu viel verraten, FAQ zu machen, beziehungsweise eine Fragenrunde und ich denke mal, dafür könnt ihr jetzt unter diesem Video oder auch bei Facebook unter dem passenden Beitrag schon anfangen, eure Fragen zu stellen. Die werden dann nach und nach abgearbeitet, beantwortet, je nachdem, was am meisten gefragt wird und vielleicht seid ihr dann auch mit dem Video. Genau. Okay, also ich glaube jetzt fürs Erste haben wir genug erzählt, oder? Thank you.
Thank you.